So, jetzt freue ich mich auch, dass ich über das Thema der Elektrifizierung der Lichtskulptur sprechen kann. Der Titel ist natürlich ein bisschen gestelzt. Aber es gibt zwei Aspekte, die mich daran interessieren, und zwar aus der künstlerischen Sicht, aus der Sicht der Produktion. Das eine ist, wann haben Künstlerinnen und Künstler die Medialität von elektrischem Licht entdeckt? Einfach historisch, um es für mich einordnen zu können. Wann wurde dieses kabelgebundene Licht interessant in dem Sinn, dass Licht eben Signatur oder Signal oder Information enthielt? Darauf möchte ich in meinem ersten Teil des Vortrages eingehen. Und dann, oh, jetzt bin ich aber omnipotent, ja. Und der zweite Teil dann nochmal die Frage nach der künstlichen Natur des Lichtes. Also, was bedeutet das für mich als Maler, wenn ich die Farben aus der Steckdose nehme und nicht aus der Tube? Und was ist das eigentlich für eine Natur, wenn ich mit elektrischem Licht arbeite? Und was ist das für eine Natur, die bedingt gleich dem Sonnenlicht ist? Darauf möchte ich zurückkommen. Eine Innovationsschub hat elektrisches Licht so um 1850 erfahren, und der Hintergrund ist, dass der zunehmende Warenverkehr zwischen Amerika und der europäischen Kontinentalplatte beinahe schon überstrapaziert war und hier eine neue Infrastruktur von Seezeichen und Leuchttürmen verlangt wurde. Die einzelnen Staaten in Europa waren ja auch sehr rivalisierend zueinander, und so haben sie eigene nationale Projekte aufgelegt, um neue Seetürme, neue Seezeichen, Leuchttürme zu entwickeln und fatalerweise auch eigene Zeichensysteme, was das Problem dann nochmal etwas verstärkt hat. Und heute sehen wir das aber als internationalisiert. Heute kann ein Schiff der Blinkfrequenz eines Leuchtturmes entnehmen, wo er sich geografisch befindet. Er kann auch entnehmen, ob das Schiff im richtigen Sektor ist, ob das Schiff im richtigen Kurs ist. Und was Sie hier sehen kann, weil das sozusagen eine interaktive Karte von heute ist, wie viel Licht hier an dieser komplizierten europäischen Küste installiert werden musste. Kompliziert ist der Ärmelkanal. Hier sind im 19. Jahrhundert Schiffsfriedhöfe entstanden. Hier oben auch Oslofjord um Skagen und Marstrand rum, um die Schiffe in die Ostsee zu bringen. Das sind riesige Schiffs. Friedhöfe entstanden, und das war der Innovationsschub für künstliches Licht weiterzuentwickeln. Und zwar dieses Licht, was mich interessiert, nicht Licht als Beleuchtung, sondern Licht als Bezeichnung, Licht als Signal, Licht als Signatur, Licht Information zu übertragen. Hier noch an dieser Karte, die zeigt in etwa diese transatlantische Warenströme, die also so stark zugenommen haben. Und wir haben jetzt hier die Zeit von 1899. Da gibt es dann eben schon diesen Nordostseekanal, da gibt es schon diesen Suezkanal, da gibt es auch den Panamakanal. Aber diese künstlichen Wasserstraßen, die gab es um 1850 nicht. Und wir sehen sie in Frankreich, überhaupt an der ganzen europäischen Küste. Es entstehen neue Architekturen unter Strom. Und die in Schweden finde ich besonders, weil man die heute noch nachvollziehen kann. An der französischen Küste sind sie alle durch Kriegswirren verschwunden, aber auch in Frankreich, in Belgien und Holland. Und in Skandinavien kann man diese Industriedenkmäler noch ganz gut nachvollziehen, wie eben die von Gustav von Heidenstamm, der diese Ingenieurbaukunst auch in den Leuchtturm bringt und die Kräftelinien erstmal durch vorgefertigte Gusseisenteile realisieren lässt. Das sind Leuchttürme, die lassen sich in 4 Monaten aufbauen. Leuchttürme früher zum Teil 20 Jahre Bauzeit. Und hier oben in der
Ja, in der Laterne haben wir dann eben das Wichtigste, das Licht. Hier während der Restaurierung sieht man diesen Turm von Paternoster. Das ist so beim Marschstrand auf einer Schäreninsel vorm Hafen. Und das gucken wir uns jetzt hier einmal an, um später dieses Licht zu verstehen, was in Frankreich untersucht wird. Aber diese Türme stehen leider nicht mehr. Wir haben eben der Laterne oben im Leuchtturm Fresnel-Linsen, hier zwei. Eine, die ist fest, das ist eine prismatische Struktur, und innen haben wir eine, die rotiert. Und im Zentrum ist hier jetzt Wasserstoff mit Sauerstoff zusammen verbrannt worden. Und das hat ein sehr, sehr intensives Licht erzeugt. Diese Wasserstoff-Sauerstoff-Sache ist eigentlich eine hybride Form von elektrischem Licht, weil man Elektrizität nimmt, um Wasser zu spalten und dann den Energiegehalt sozusagen Licht umzusetzen. Licht brennt, also das Wasserstoff-Sauerstoff-Gemisch brennt auf Kalk und ist enorm intensiv. Wir treffen dieses Licht auch im 19. Jahrhundert im Theater als Rampenlicht. Genau, hier der Effekt, also radial strahlendes Licht wird analog in eine Richtung gezwängt über eine prismatische Struktur, und wir haben Rotationsbewegungen und damit können Lichtpulse erzeugt werden und oder auch eine Pulsweitenmodulation von Licht, und damit lässt sich Signallicht erzeugen. Hier sehen Sie, wie dieses Licht in Sektoren eingeteilt wird. Man hat Lichtpulse und man hat Lücken. Und wenn man sich auf so ein Licht zubewegt, wenn man auf dem richtigen Kurs ist, kann der Puls langsam sein. Und wenn man vom Kurs abkommt, können diese aus dieser Perspektive die Pulse intensiver und schneller werden, also dass man mit der Ruderanlage eben korrigieren kann. Dieses kabelgebundene Kunstlicht, was ein PWM-Signal, ich nenne es jetzt mal als Pulsweitenmodulation, bekommt, können wir auf den Plakaten zur elektrischen Ausstellung 1883 in Wien sehen. Also Sie sehen diesen Strahlenkranz, aber es ist eben ein segmentiertes, pulsartiges Licht. Es ist ein Licht mit Information. Hier ein Kabel angedeutet, hier unten in der Ecke den Dynamo. Besonders interessant finde ich diesen Kupferstich von der Elektrizitätsausstellung 1881 in Paris. Es ist eine nächtliche Innenansicht dieser Messehallen, und der ausgestellte Leuchtsturm zeugt eben auch in der Darstellung mit diesem pulsweiten modulierten Licht. Und in dieser Zeit können wir das nicht in der Fotografie darstellen. Alle Arten von Fotos, die ich aus dieser Zeit angeschaut habe, funktionieren nur im Tageslichtraum. Nachts haben sie so eine deutliche Überbelichtung, dass sie sozusagen gar nicht taugen, um das darzubringen. Wenn wir von Paris so 40, 50 Kilometer runtergehen, die Seine, und in Le Havre ankommen, kommen wir an den Ort, wo nach meiner persönlichen Auffassung auch so ein Quantensprung von Kunstlicht, und zwar Kunstlicht als Signallicht, stattgefunden hat, beinahe zeitgleich als Monet und das, was man nachher als Impressionismus bezeichnet, das Licht entdeckt habe. Hier haben wir also aus dieser heutigen Flugsicht quasi das alte Hafengebiet, wo Monet gemalt hat. Und hier oben nördlich haben wir so eine Landkappe, das ist ein Kreidefelsen. Und hier haben in den 1850er Jahren Lichtexperimente stattgefunden. Hier nochmal zur Erinnerung, also diese Namensgebung, die Impression beim Sonnenaufgang, die dann also für eine ganze Strömung der Malerei entscheidend war. Hier auch eine Nachtansicht eigentlich von diesem Hafen. Hier handelt es sich aber um Gaslicht, und in etwa 4 Kilometer Entfernung ist aber bereits elektrisches Licht in Betrieb, und zwar in Dauerbetrieb. Und da bin ich über diesen Kupferstich drauf gestolpert.
und versuchte dann mit weiteren Recherchen einmal diese Authentizität zu prüfen. Es muss wohl hier auf diesem Felsen gestanden haben. Hier sind noch so Brachen. Das rührt davor her, dass deutsche Truppen das da alles platt gemacht haben bei dem Abzug 1944. Und diese Karte zeigt jetzt, oder diese Postkarte, wie diese Anlage wohl um 1884 ausgesehen hat. Es sind zwei Zwillingstürme, die sollen auch eine Achse bilden für die Signale. Und einer hat eben so eine Laterne, gut erkennbar, dass da wohl eine Fresnel-Linse installiert ist. Und hier habe ich so einen Frontprojektor entdeckt, den ich auch mit diesem Kupferstich in Verbindung bringe. Hier nochmal eine Nordansicht. Hier sieht man ihn nochmal aus dem Süden. Eine Umfassungsmauer. Und diese Postkarte zeigt es ein bisschen deutlicher. Hier an der Ecke ist ein Apparat auf die Fassade montiert. Und hier muss dieses elektrische Licht projiziert worden sein. Man sieht der Postkarte auch an, dass es irgendwie so ein Ausflugsort ist, also sehr aufgeräumt. Es gibt ein Restaurant, es gibt ein Café, es gibt Leute, die sich hier treffen. Es muss ein Ausflugsziel gewesen sein. Und für eine Hafenstadt von damals unglaublich modern und aufgeräumt. Da vergleicht hier nochmal der Kupferstrich mit dem eng strahlenden Licht, was ich eben durch weitere Recherchen herausgefunden habe, dass es elektrisches Licht ist. Und hier der Vergleich mit der Postkarte. Und damit finde ich eigentlich den Nachweis erbracht, dass dieser Kupferstich tatsächlich diese Leuchttürme von Le Havre sind und dass es die erste in Europa zumindest oder in Frankreich, ich denke mal in Europa, die erste Elektrifizierung von Leuchttürmen war und dass es sich hier um Signallicht handelt. Und in diesem Apparat, ich sage es jetzt mal vorsichtig, vermute ich, weil diese Industriedenkmäler zerstört wurden, hat sich dieser Lichtapparat befunden, eine Kohlebogenlampe, die ab 1842 schon die Funktionstüchtigkeit hatte. Das Problem in Le Havre war in den 50er Jahren kontinuierlich Strom über einen Dynamo bereitzustellen. Dieses Konzept hier zeigt eigentlich, hier diese Kohlebogenlampen mit dem Fresnel-Linsen, wo ich also Licht modulieren kann, wo ich Signal erzeugen kann, wo ich Lichtsignatur mitgeben kann und dann diese Fernwirkung über Kabel, über einen Dynamo, der an einer Dampfmaschine hängt. Und das ist halt auch noch besonders für diese Zeit. 1850 sind die Patente für die Dampfmaschine ausgelaufen. Überall sind neue Dampfmaschinen von allen möglichen Firmen geliefert worden. Es hat der ganzen Sache einen enormen Auftrieb gegeben. Also die Schönheit des Lichtes hier und das Funktionieren des Dynamos hat sozusagen auf der anderen Seite, dass das, was Haken und Ösen hat und Dreck macht und laut ist und stinkt, die Dampfmaschine fällt aus dem Bild. Der Fokus richtet sich in dieser Zeit ganz stark auf das Generieren von Licht und auf das Modulieren und Beherrschen von Licht. Und die Dampfmaschine, das ist etwas ganz Gewöhnliches. Man rückt es weg, man baut Dampfmaschinenhäuser und führt dann diese Energie über Kabel zum Leuchtturm und da stehen sie solidär. So, es ist eine tonnenschwere Infrastruktur. Hier nochmal dieses Licht. Und ich denke, von der Idee, einen Leuchtturm zu machen und oben einen Lichtbogen zu haben, von dieser Idee, das aufzugreifen und dann in der Stadt auch kundzutun und daraus so ein überdimensionalen Leuchtturm zu entwickeln. Das ist jetzt nicht so die allergrößte Innovation. Was wir hier jetzt aber am Eiffelturm sehen, ist also eine Art Einsatz von Kohlebogenlicht als ästhetische Inszenierung, als eine Art Marketing von Industrie. Es ist eine Lightshow, die eine Leistungsbereitschaft von Licht zeigt und natürlich auch mit Kraftmeierei
verbunden ist. Es hat eine Weile gedauert, bis die Pariser sozusagen dieses Symbol ihrer Stadt auch wirklich angenommen haben. Es haben in der Folge dann viele wissenschaftliche Experimente in diesem Turm auch mit Licht stattgefunden, mit Physik, astronomische Experimente, aber auch Radiowellen, Rundfunk wurde da erprobt, bis 1937 sogar erstes experimentelles Fernsehen stattgefunden hat. Und ich denke, es hat viel dazu beigetragen, dass dieser Turm sich dann auch etabliert hat, nämlich kurz nach der Weltausstellung gab es viele Stimmen, die ihn abreißen wollten. Diese Figur Marie-Louise Völler ist mir in dieser Zeit mit einer künstlerisch motivierten Anwendung von elektrischem Licht aufgefallen. Viele von Ihnen werden es auch kennen. Also sie verlagert das elektrische Licht in den Boden unter die Bühne, projiziert durch eine Glasplatte und stellt sich selber wie eine Skulptur in diesen Lichtstrahl. Sie sagt, ich skulpturiere Licht. Und damit macht sie sich eben auch selber zur Skulptur. Die Patentzeichnungen bringen es ganz deutlich raus. Und das finde ich für mich aus meiner Perspektive schon eine sehr, sehr autonome Auffassung von Lichtkunst, die weit ins 20. Jahrhundert hinein ausstrahlt. Sie stellt sich also auf eine Säule, in deren Zentrum ein Lichtstrahl ist und eben Glasboden. Und da hat sie dieses harte elektrische Lichtbogenlicht und drunter noch diesen Reflektor. Und sehr innovativ, also eine Mischung von Technik und Kunst schon da. Das strahlt auch bis ins Bauhaus hinein. Sie verwendet die Differentialbogenlampe von Friedrich von Heffner-Alteneck, also die Mitarbeiter von Werner von Siemens. Das kann man also ganz gut mit den über die technischen Zeichnungen vergleichen. Und hier nochmal eine kurze Sequenz aus einer Filmbiografie. Es ist eigentlich eine Rekonstruktion, wie das gewirkt haben könnte. Und die Kulisse und die finde ich im Film sehr sehenswert. Der Film an sich als Narrativ hat mich jetzt sehr wenig interessiert. Ja, und jetzt nochmal die Kehrseite, das ästhetische Gegenlicht, die Rückseite der Medaille. So in etwa, und das soll also die Kellerräume der Pariser Oper gewesen sein. Man hat natürlich irgendwo diese Energie bereitstellen müssen. Also diese Oper war ja auch nicht ausgelegt, dass man da jetzt eine riesige Dampfmaschine, einen riesigen Kamin und Keilriemen und so weiter. Also ich habe jetzt diesen Stich nicht ganz durchdrungen. Ich will es jetzt auch nicht ausdifferenzieren. Ich kann es in zwei Richtungen erklären. Aber da waren riesige Batterien und Serien von Batterien. Hier wurde Schwefelsäure umgekippt. Hier wurden Bleirollen ausgetauscht. Es ist ein sehr toxischer Raum, um oben die Show zu liefern. Und ich denke jetzt führe jetzt auch über sozusagen zu meinen Überlegungen. Wenn wir von Kunstlicht sprechen, kann es Sinn machen, wenn wir im Kunstlicht eben ein Leuchtsystem sehen. Also das System, da gibt es verschiedene Levels von Energietransformation, also aus der Kohle, Mechanik in die Elektrizität oder über galvanische Batterien, die können ja auch woanders aufgeladen werden. Das ist wie Elektromobilität. Hier aber jetzt in den Kellerraum der
Pariser Oper verlagert. Und aus diesen Überlegungen, dass eigentlich Installationen auch Leuchtsysteme sein können und auch den Verweis auf diese Lichtmalerei habe ich in den 90er Jahren einmal Solarzellen auf Holzböcke gestellt und die eingefangene Sonnenenergie über Kabel in Ausstellungsräume geleitet, die Energie in Batterien gepuffert und dann über Farbfelder sind Siebdrucke, die ich mit elektrolumineszenten Pigmenten gemacht habe, die kommen aus der Fernsehindustrie, wieder ästhetisch entsorgt haben, um dieses indirekte Lichtrecycling zu wie eine Art Schildbürgerstreich auszuführen und darauf zu weisen, dass solare Energie durch den technischen Apparat hindurch transzendieren kann. Hier habe ich es auch versucht, und zwar mit einer Art Stromdiebstahl. Die elektrische Energie habe ich über Zwischenstromzähler in eine Kohlegrube geleitet, also da, wo unsere ganze Energie während des Industriezeitalters eigentlich herkam. Die Kabel gingen in diese Grube und haben Siebdruckbänder, die ich auch mit diesen elektrolumineszenten Pigmenten beschichtet habe, zum Leuchten angeregt. Das war das Licht in dieser Grube. Und das Besondere an dieser Installation war, dass die Zwischenstromzähler nicht zählten. Der Energieverbrauch war A, ganz gering, aber es ist natürlich Energie geflossen, und B, waren das Leuchtkondensatoren, mit denen sind diese mechanischen Energiezähler damals nicht zurechtgekommen. Deshalb habe ich gesagt, es ist ein Stromdiebstahl. Also ich entziehe dem elektrischen Netz Energie, aber es kann nicht in Rechnung gestellt werden. Also eine Art legaler Stromdiebstahl. Und das in Reminiszenz. Ich habe dann so alte Gerichtsurteile aus dem Ende des 19. Jahrhunderts dazu getan. Stromdiebe wurden in den unteren Landgerichten verurteilt, in den obersten Reichsgerichten immer freigesprochen, weil der Diebstahlbegriff des 19. Jahrhunderts war auf Elektrizität nicht anwendbar. Und es ist interessant, dass eigentlich den Substanzbegriff, den wir so gebildet haben, also über Fließen und Röhren und Ströme, sich heute auch noch so in der Rhetorik der Politik wiederfindet. Also man hört schon manchmal den Satz von der Ressource oder Energie als Ressource. Es ist ein substanzieller Irrtum. Und einmal drüber nachzudenken, kann sich lohnen. Hier nochmal aus der Produktion. Und dann habe ich eben diese Bänder in etwas Gelbes überführt, Sonnenhaftes. Was wir hier in der Grube sehen, sind versteinerte Hölzer. Also das, was wir verfeuern. Und meine Idee war eben, dass die solare Energie, die in diesem Fall vor 300 Millionen Jahren im Holz und dann in den Fossilien gespeichert ist, dass wir diese solare Energie rausnehmen und durch unsere technischen Apparaturen, durch unsere Systeme sozusagen durchtranszendieren lassen, dass das Künstliche oder die künstliche Natur des Lichtes im Apparat nichts anderes als solare Energie ist, die durch den technischen System hindurch transzendiert. Genau. Das, denke ich, das sind so die zwei Aspekte, die ich in meinem Vortrag andeuten wollte, dass die Entdeckung der Medialität des Lichtes nach meinen Kenntnissen sicher so in den 1860er Jahren stattgefunden hat. Mit einer gewissen Latenz erscheint es dann in Paris, aber wenn man da forscht, wird man wahrscheinlich frühere Beispiele finden, vermute ich. Und das Sprechen über die künstliche Natur des Lichts und dieses Verhältnis von Kunstlicht und Lichtkunst vielleicht auch einer Korrektur bedarf. Ich halte es persönlich für schwierig, wenn wir von der Immaterialität des Kunstlichtes sprechen, weil da überall eine tonnenschwere Infrastruktur dranhängt. Licht macht irgendwo immer auch Probleme oder kann irgendwo Haken und Ösen haben. Und wenn wir uns sozusagen nur auf das fokussieren,
was ästhetisch schön im Auge erscheint, aber wenn wir sozusagen die toxischen Räume nicht sehen, also den Keller mit der Batteriestation oder die Dampfmaschine, die wir ausgelagert haben, dann kann es uns eigentlich auch blind machen durch Überbelichtung. Und das wollte ich mit diesem Bild aussagen. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, auch vielen herzlichen Dank auch für deinen erhellenden Vortrag im wahrsten Sinne des Wortes. Gibt es Fragen? Daniel, da du das ja jetzt angesprochen hast mit der Energiegewinnung aus dem ehemaligen Solarbereich, und finde ich immer so erstaunlich, dass bei dieser ganzen Klimadiskussion das nie irgendwie nach vorne kommt, dass was wir hier verbrauchen, das ist Energie, die die Sonne überhaupt über Millionen Jahre hier bei uns gelagert hat und wir verbrauchen das in 100 Jahren. Dass das nicht konsequenzlos sein kann, das taucht in der Debatte überhaupt nicht auf, das verstehe ich auch nicht. Und eine zweite Sache zu dem, was du eben gesagt hast, da ich dann auch immer viel mit Licht rumhantiere, jetzt gibt es diese LEDs, die so wunderschön wenig Energie verbrauchen und kaum gibt es die, werden die zu Tausenden eingesetzt, wo sie gar nicht nötig sind. Und das finde ich auch irgendwie sehr merkwürdig, ja, das komische menschliche Angelegenheit, das nicht irgendwie begrenzen zu können. Und auf der anderen Seite, was ich ja natürlich zu meiner eigenen Rechtfertigung auch sagen kann, das Schöne ist ja, dass man bei unseren Arbeiten den Stecker ziehen kann und dann ist es weg. Das finde ich immer ganz gut. Also was du hast ja eigentlich so zwei Aspekte angesprochen. Das letzte, das nennen wir ja diesen Rebound-Effekt. Also die LEDs verbrauchen weniger Energie. Dann war das Argument, dass sie deswegen auch ökologisch sind. Aber das war ein Verkaufsargument. Aber sie verbrauchen tatsächlich weniger Energie, aber sie wurden dann in der Breite mehr eingesetzt, also auch in Ländern, wo die Infrastruktur diese Energie nicht liefern kann. Mit der LED ist eigentlich die Lichtverschmutzung weltweit angestiegen. Dann hat sie einen sehr hohen, ich glaube, Nana wird dann noch drüber sprechen, sehr hohen Blauanteil. Da hat man also mit der Biodiversität dann auch so seine Probleme. Und nochmal dein erster Kommentar ist mir gerade ein bisschen aus dem Auge geraten. Mit dem Solaren und der Energie, der drin steckt. Ja, also also wenn man jetzt nicht moralisierend sein will, wenn man jetzt als Künstler nicht so immer mit diesem sozialen, moralisierenden Reparaturköfferchen unterwegs sein möchte, dann würde ich sagen, wir sollten uns mehr mit Industriegeschichte beschäftigen, mit Industriekultur. Die wird oft so als etwas Minderwertiges gesehen. Es ist nicht so gleich wie die Hochkultur, aber um das zu verstehen, was wir machen und auch zu verstehen, wie es weitergehen könnte, halte ich es für wichtig, sich mit Industriekultur zu beschäftigen. Und wir haben halt sozusagen das, was wir Atmosphäre nennen oder das, was wir Klima nennen, das ist eine super dünne Schutzhülle um unseren Planeten. Und da haben wir jetzt eben 270 Jahre die ganze Prozesswärme abgegeben, den ganzen Prozess dieser Transformation. Also nicht das Private ist eigentlich noch das Wenigste. Und das hat man vielleicht nicht so gesehen. Das habe ich versucht, mit diesem Kupferstich zu zeigen. Ab dem Moment, wo es glückt mit dem elektrischen Licht, wo ich Fernwirkung haben, wo ich hier eine Lichtwirkung haben kann, aber die
Lärm- und Dreck erzeugende Maschine dahin und ich ein Kabel habe, kann ich sozusagen das ästhetisch in den Fokus oder auf den Sockel stellen und das andere vergessen. Also es wird ausgeblendet. Das ist verständlich. Aber wenn ich mich anfange, mit Industriegeschichte zu beschäftigen und vor allem, wenn ich im künstlichen Licht Leuchtsysteme sehe, dann kann ich das andere zumindest mitdenken. Und ich finde, dass das könnte ein Vorteil sein oder ein Anfang sein. Aber ich fand das einen durchaus spannenden Aspekt, den du gerade auch in deinen Werken angesprochen hast und den auch Hans-Peter Kuhn gerade, weil für diejenigen, die vielleicht das Ausstellungsprogramm unseres Hauses verfolgt haben, werden gesehen haben, dass wir vor der Lichtausstellung eine Ölausstellung hatten. Da ging es um Schönheit und Schrecken des Erdölzeitalters. Und da ging es tatsächlich eben auch um diese Fragen, wie viel Energie tatsächlich nötig war, um auch Öl zu produzieren oder dass es entstanden ist. Und wie sehr wir im Grunde genommen ja auch letztendlich die ganze Atmosphäre über die letzten Jahrzehnte im Laufe des Erdölzeitalters, des sogenannten, zerstört oder zumindest ruiniert haben. Und es mag vielleicht sozusagen aus kuratorischer Perspektive ein eher ungewöhnlicher Schritt gewesen sein, aber wir haben tatsächlich noch ein Kunstwerk aus der Ölausstellung, das wir auch jetzt hier in der Lichtausstellung zeigen. Und zwar ist es von dem Künstler Michael Hirschbichler. Das ist eine große Neoninstallation, die ganz hinten in der Ecke unter der Hallendecke hängt. Und wenn Sie genau hinschauen, werden Sie sehen, die leuchtet nicht, sondern leuchtet erst dann, wenn ein Benzingenerator angeschmissen wird, der wiederum diese Lichtskulptur betreibt und zum Erleuchten bringt. Und seine Idee ist im Grunde genommen, diesen energetischen Kreislauf damit zu schließen, weil die Sonne musste ungefähr 450.000 Jahre lang scheinen, um so viel Biomasse zu erzeugen, dass wir für ein Jahr lang genug Öl haben. Und das, was an dieser Lichtstruktur zu sehen ist, das ist das vergrößerte Modell eines Moleküls. Zyklopentan heißt das Molekül. Und das gehört zu dem ganzen Benzinkomplex. Das heißt also im Grunde genommen wird das durch dieses Kunstwerk sehr schön verdeutlicht, dass also Sonnenlicht im Grunde genommen nötig war, um Biomasse zu erzeugen. Biomasse wird zu Öl. Aus Öl wird Benzin gemacht. Aus Benzin wird über den Generator dann Strom produziert und der Strom bringt dann wiederum quasi das versinnbildlichte Benzin zum Leuchten. Und wir haben eben uns entschieden, dieses Kunstwerk hängen zu lassen, wie gesagt, weil es eigentlich als Scharnier passt, weil auch beide Ausstellungen im Grunde genommen zu der Programmlinie der politischen Kunstausstellung gehören. Insofern, ich hoffe, dass der Generator funktioniert, dass wir ihn nachher, wenn wir dann gemeinsam vor dem Abendvortrag rumgehen, dass wir dann den Benzingenerator zum Laufen bringen und dann werden wir auch das Lichtkunstwerk sehen, weil der Wunsch des Künstlers ist es tatsächlich auch, dass das Lichtkunstwerk eben tatsächlich noch nur dann leuchtet, wenn der Strom tatsächlich aus diesem Benzingenerator kommt. Das noch vielleicht als kleine Ergänzung, aber es ist ein hochspannender Aspekt, denn genau darum geht es letztendlich auch. Ich meine auch, das ist ja so ein bisschen auch die Intention dieser Ausstellung, dass letztendlich auch auf Ressourcenverbrauch thematisiert wird und so weiter. Und genau, was du auch gerade angesprochen hast, dass LED-Licht einerseits natürlich eine tolle Sache ist, dass man noch einen Bruchteil von dem Strom verbraucht, aber es wird natürlich exzessiv eingesetzt. Besonders gut kann man es ja immer sehen, wenn es irgendwelche aktuellen Satellitenaufnahmen der Welt bei Nacht gibt, wo im Grunde genommen schon auch die Welt bei Nacht genauso gut zu lesen ist von der Geografie her. Man sieht sofort, wo die großen Zentren sind und so weiter, weil sie nachts alle genauso leuchten, als wenn man sie tagsüber sehen würde. Ja, ich denke, dass es eben noch andere Aspekte gibt, also die spektrale Zusammensetzung des LED-Lichts ist zu wenig erforscht. Also wir haben ja 86 die blaue LED, die erfunden wird. Kurz danach entsteht dann das weiße Licht. Das war die Voraussetzung. Aber physikalisch betrachtet ist eine weiße LED im Kern ein blaues Licht. Das hat also einen sehr hohen kurzwelligen Anteil. Und das bringen wir eben im großen Ausmaß in die Umwelt. Und uns ist, glaube ich, gar noch nicht so klar, was es auswirken wird. Also es fördert ja so ein bisschen gegen die Nacht anzuleben, also jetzt eben Insekten und was alles damit zusammenhängt, auch Fische und Vögel, die werden ja in diesem kurzwelligen blauen Licht, was wir aber nicht sehen, weil wir so einen internen Weißabgleich haben, das ist eigentlich blaues Licht, die werden so getriggert, die kommen nicht so richtig zur Ruhe und ich kann mir also vorstellen, dass wir da
dazu übergehen werden, in ein paar Jahren in gewissen Schutzgebieten dieses Licht gar nicht einzusetzen. Also ich kann es mir gar nicht anders vorstellen. Der Mensch kann sich daran adaptieren. Wir haben halt einfach, wir schlafen weniger. Aber das ist nicht so schlimm. Aber für Insekten, die seit Millionen Jahren sich sozusagen im Sonnenlicht entwickelt haben, die eine Evolution haben, die sich an der spektralen Zusammensetzung des Sonnenlichts ausgebildet haben und nachts ihre Ruhe brauchen, das ist eben die Verlängerung des Tages mit LED-Licht kritisch, also zu wenig erforscht, finde ich. Naja, ob der Mensch sich daran gewöhnt hat, das weiß man nicht. Also denn man sieht ja, wenn man Berichte von Schlafforschern sich durchliest oder anschaut, die waren ja immer wieder davor, dass man abends nicht zu lange vorm Notebook sitzen soll oder vorm Handy sitzen soll, weil einfach das blaue Licht die Melatoninproduktion hemmt und man eben dementsprechend schlechter einschläft oder auch schlechter durchschläft. Und ja, ich glaube, das kennen wir wahrscheinlich vielfach alle aus unserem eigenen Arbeitsleben, dass wenn man abends bis 10, 11 Uhr am Schreibtisch sitzt und vorm Notebook sitzt, dann wird es manchmal schwierig mit dem Nachtschlaf. Also kann ich jedenfalls nur aus eigener Erfahrung auch sagen. Bitte. Was du eben angesprochen hast, ist ja bei Wettbewerben jetzt, wenn es Licht, Kunst am Bau Wettbewerbe sind mit Lichteinsatz, steht bereits drin, darf nicht mehr als 3000 Kelvin haben. Also die sind schon dabei, das zu adaptieren mit dem kalten Licht. Also dass das nicht mehr so in großem Maße benutzt wird jetzt für Kunst. Für Kunstwerke jedenfalls. Was ein bisschen schade ist, weil das kalte Licht natürlich auch seine Qualität hat. Aber es ist tatsächlich so, dass die schreiben maximal 3000 kann. Ja, ja. Also ich finde eben die technologische Entwicklung so schnell und so ungebremst, dass wir eigentlich weder mit der Rechtsverordnung noch mit dem Denken richtig hinterherkommen. Also die Produkte oder die Leuchtmittel, aber das betrifft eigentlich alle Industrieprodukte, die gehen so rasend schnell und ungebremst in die Welt. Wenn sozusagen Schaden da ist, dann haben wir schon 20 Jahre damit Schaden. Das ist so, das, was mich zögern lässt. Natürlich kann man jetzt Licht filtern und sagen, wir lassen dieses Kurzwellige und so weiter nicht durch. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob das klappt. Weil im Kern ist sie kalt und hart, diese LED. Da können wir noch so eine gelbe Schicht drüber lesen und dann sieht sie so aus wie eine Edison-Glühbirne. Das ist aber fake. Und wir sehen das im Auge so gelb und schön, aber physikalisch ist das kaltes Licht. Das, ja. Vielen Dank nochmal auch von meiner Seite. Ich habe eine Frage. Die Argumentation in dem Vortrag ging ja, es begann ja bei den Leuchtfeuern als Licht, als Information. Dann kam quasi die industrielle oder technische Variante. Dann kamen die gebauten Leuchtfeuer. Am Schluss ging es dann zur Kunst über. Das heißt also, und im Grunde, wenn man bei der Oper sieht, ich muss die ganze Technik, die dahinter ist, so weit verbergen, dass ich mich auf den ästhetischen Genuss konzentrieren kann. Hätte man die Argumentation auch umdrehen können? Also gibt es in der Geschichte auch Beispiele, wo man sagen kann, über die Kreativität oder über eine auch vielleicht ästhetisch-künstlerische Intervention komme ich zu etwas, was dann in die Technik überführt wird? Oder ist es quasi immer dieser, wie wir ihn in vielen Bereichen auch über die Militärtechnik oder so quasi kommt dann die ästhetische Intervention? Also, ja, also es ist eben eine sehr gute Frage. Ich glaube, also vielen Künstlern heute ist, oder auch den Rezipienten fehlt es, wir haben heute keine Schwierigkeiten, sogar auch im technischen Apparat oder in der Lampe, in der Installation sozusagen das Ästhetische zu sehen. Aber dazu mal im 19. Jahrhundert fand ich es schon eine Frage wert, wie lange dauert das eigentlich, dass man so in einem technischen Apparat, der auch gar nicht so in die ästhetischen Konzepte der Zeit passt, dann auch irgendwo etwas Ästhetisches sehen kann. Und deshalb habe ich es versucht, sozusagen darauf aufzutun, dass man nicht die Straßenbeleuchtung oder nicht die Beleuchtung der Hallen und Werkshallen und so weiter nimmt, sondern dieses Licht, was bereits Medialität mitbringt. Und
Es ist sozusagen eine Spekulation, eine Vermutung, weil dieses Le Havre so stark frequentiert wird von Physikern, von Malern. Und auch wenn sie 4 Kilometer getrennt arbeiten, ich glaube, die waren sich im Herzen sehr nah. Und da muss was übergesprungen sein. Da war ich halt leider nicht dabei. Ja. Also ich denke, dass ich an den beiden Positionen Voller und Gustav Eiffel, dass beide Positionen stark ins 20. Jahrhundert wirken. Beide. Ganz stark. Aber dass die eine von der Voller viel stärker auf Autonomie, die ist viel stärker bei sich als Kultur, als etwas Singuläres. Ich glaube auch, dass die Frau ihren Leib vielleicht gar nicht so annehmen mochte. Sie hat sozusagen sich selbst zur Skulptur gemacht. Und wenn sie sagt, ich skulpturiere Licht, dann finde ich das prophetisch für diese Zeit. Und das andere ist die Beeindruckungsgeste, das Potenzgehabe, so einen großen Leuchtturm zum ersten großen Schwanz. Und man macht Licht drauf und man macht eigentlich ein Marketing für Industrie. Ich will es gar nicht so verteufeln, aber das ist diese große Geste, diese Beeindruckungsgeste. Und das ist Propaganda, Industriepropaganda, so sehe ich es. Und da gibt es weiche und fließende Übergänge und beides wirkt sehr stark ins 20. Jahrhundert hinein. Also mir ist noch dieser Satz, wo du gemeint hast, Energie ist keine Ressource, das sei wichtig, das zu begreifen. Das würde ich gerne nochmal verstehen, worauf du da anspielst, also auf irgendeine Verwechslung oder dass man, also wie meinst du das genau? Ja, das ist das, wir haben ja auch einen Physiker hier. Also vielleicht kannst du mich dann da nochmal ein bisschen unterstützen. Aber Energie war immer da, so wie ich es verstanden habe. Und wenn ein Stern nicht mehr kann und zusammenbricht, dann wird er so dicht, dass die Gravitation, die er entwickelt, auch das Licht gefangen hält. Also am Ende und am Anfang ist immer Energie. Und diese Energie ist in verschiedenen Formen oder Stoffen gespeichert. Also jetzt in der Kohle zum Beispiel, aber das ist solare Energie. Und die wird weitergereicht, die kann in Elektrizität übergeführt werden, verliert aber sehr viel Prozessabwärme, die dann eben in unser Klima kommt. Aber auch wenn unsere Lampen strahlen und Energie verbrauchen, diese Energie ist nicht aus der Welt. Sie ist immer da. Aber eben anders gebrochen. Stoffe können Licht absorbieren, dann wird auch Wärme drauf. Ein schwarzes Auto im Sommer, da kannst du ein Spiegelei draufpacken. Ja, ein weißes ist viele Grade kühler. Das ist Lichtenergie, die absorbiert wird und die Moleküle fangen an zu schwingen und es ist Wärme. Also ich wollte sagen, Energie ist nicht aus der Welt, indem wir sie verbrauchen. Sie kann eben verschiedene Zustände anwenden. Aber ich bin nicht Physiker. Vielleicht kann der Kollege mich da irgendwie besser unterstützen. Ja, als
Ich sehe eben diesen ökologischen Aspekt eher so im Sinne von Haushaltskunde. Also wir müssen mit, oder ich finde es gut, wenn wir mit etwas wirtschaften, und zwar das, was bereitgestellt wird. Also ich sehe das gar nicht so moralisch, aber nehmen wir mal an, die Energie, die täglich bereitgestellt wird durch die solare Strahlung oder Windkraft oder Gehzeiten, wenn wir mit der wirtschaften könnten, also das wäre für mich Ökologie, Haushaltskunde, dann wäre es eigentlich gut. Genau, ich denke so ein bisschen in Kreisläufen. Deshalb habe ich das eigentlich auch so als indirektes Lichtrecycling bezeichnet. Also ich habe viele solche Installationen gemacht. Ich habe jetzt die so exemplarisch gezeigt, weil ich sie sozusagen in die Kohle zurückgeführt habe. Es ist ein indirektes Lichtrecycling. So ein bisschen künstlerischen Kreislaufläufen gedacht. Und eben eigentlich darauf hinweisen, dass das Kunstlicht oder die künstliche Natur des Lichtes ein Leuchtsystem ist. Es ist nicht nur der Part, der leuchtet, da hängt ganz viel dran. Da hängen heute ganze Fabriken dran, Netzwerke, und dann eben jetzt ganz aktuell Wasserstoff aus Arabien, Öl aus Russland oder vielleicht doch nicht. Ja, gibt's noch weitere Beiträge, Fragen? Vielleicht noch, was mich fasziniert hat bei solchen Recherchen. Ich forsche ja nicht systematisch. Also ich arbeite sozusagen in Projekten und dann recherchiere ich. Da kommt mit der Zeit so ein Zettelkasten zusammen. So, das ist sozusagen meine Praxis. Aber was mich fasziniert hat, wenn man sich damit beschäftigt, wie haben die das auf die Kette bekommen mit dem künstlichen Licht im 19. Jahrhundert, dann tauchen alle Energieformen, die wir haben, Öl, Gas, Elektrizität, Wasserstoff, in allen Varianten, Wechselstrom, Gleichstrom, Petroleum, also künstlich, organisch, oder Fischöl, Gas, in allen, alles, was wir heute noch diskutieren, taucht schon 1870 auf und wird durch. Wir sind an einer ganz bestimmten Stelle überhaupt nicht weiter. Es ist faszinierend. Ich habe das Beispiel von Wasserstoff gesagt. Das ist das, was heute uns retten soll, diese LGEs, Terminals. Es ist, künstliches Licht war 1870 schon mit Wasserstoff da. Genauso wie Petroleum eben Fischöl abgelöst hat und immer heller wurde. Gase, Elektrizität haben wir als kontinuierliches künstliches Licht ab 1863. Und die Weltausstellung 1889, das ist, Herrgott, noch mal 35 Jahre später. Ich habe mich gefragt, was ist in dieser Zwischenzeit passiert? Haben da Künstler drauf reagiert? Also diese Latenz haben wir ja in der Videokunst, in der Soundart, in der Fotografie, VR. Da gibt's diese Latenzen nicht. Und es ist völlig normal, wenn ein neues Medium erschlossen wird, dass das die Neugierde weckt. Und ich habe mir eben überlegt, es muss also erstmal die Medialität entdeckt werden, sonst habe ich überhaupt keine Motivation als Künstler und kein Motiv. Aber was ist da passiert? Und ich finde es einfach ein Gebiet, wo es sich auch noch lohnt, weiter zu forschen. Naja, ich denke mal, das kann man natürlich aus heutiger Perspektive sagen, weil die Kunst sich ja logischerweise nach über 150 Jahren sich weiterentwickelt hat, eine ganz andere Aufgeschlossenheit gegenüber allen Materialien. Es gibt ja, glaube ich, kaum ein Material in der Kunst, was nicht irgendwie mittlerweile verwendet worden ist. Und ich glaube, das ist vielleicht auch der Grund, weil in der Zeit, wo diese ganzen Techniken oder Materialien oder Energiestoffe entdeckt oder weiter vorangebracht worden sind, das war ja die Zeit, wo man immer noch in Malerei, Skulptur und so weiter in diesen Dimensionen gedacht hat. Wenn man nur gerade im Kontext unserer Veranstaltung hier zum Beispiel an die Neonröhre denkt, dass sozusagen eine evakuierte Glasröhre unter Luftabschluss und Zuführung eines Edelgases zum Leuchten gebracht wird. Das wurde ja schon, wenn ich mich richtig erinnere, 1856 von einem deutschen Physiker entdeckt. Und immerhin hat es dann ein halbes Jahrhundert gebraucht, bis es sozusagen industriell genutzt worden ist, 1912. Und dann waren also
nach meinen eigenen Recherchen, ich lasse mich da gerne korrigieren, aber hat der tschechische Künstler Zdeněk Peschanek war als erster, der Ende der 1920er Jahre Neonröhren zum ersten Mal in einem Kunstwerk eingesetzt hat. Das sind Kunstwerke, die jetzt heute nicht mehr leider existieren. Die frühesten Kunstwerke mit Neonröhren sind aus den 30er Jahren und 40er Jahren. Und dann hat im Grunde genommen der große Siegeszug der Neonröhre in der Kunst erst mit der Pop-Art und Konzeptart der 50er, also eher der 60er Jahre eigentlich eingesetzt. Also insofern hat das ja auch wirklich in dem Sinne 100 Jahre gebraucht, bis sozusagen die Künstlerschaft sich im Grunde genommen diesem faszinierenden Medium zugewandt haben. Denn ich denke, man lässt sich ja auch unten auch schon sehr schön nachvollziehen, dass einfach die Neonröhre auch heute noch ein unglaubliches Faszinosum aufgrund der Lichtintensität, aufgrund der Farbigkeit und so weiter ausstrahlt. Also eigentlich kaum zu glauben, dass die Kunst sich da so schwer getan hat. Aber das war, glaube ich, auch einfach entwicklungsbedingt. Denn ich meine, die 50er und 60er Jahre waren ja eigentlich die Zeit, wo dann angefangen von den Nouveau Realist in Frankreich oder auch in Italien und so weiter, wo man dann einfach Alltagsmaterialien aufgeschlossen gegenüber gewesen ist. Aber natürlich auch erst nur einzelne Künstler und dann immer mehr. Aber es hat eben dann doch auch letztendlich bis zur Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg gedauert. Ja, also sehe ich auch so. Ich würde auch sagen, dass die Technik an sich sehr sperrig ist. Also gerade natürlich im 19. Jahrhundert innovativ, aber sperrig. Man muss auch rankommen. Industrielle Maßstäbe, das hat sozusagen im Atelier zu bearbeiten oder als Konzept, das sind riesige Widerstände des Materials an sich. Das muss man einkalkulieren. Aber interessant ist eben diese Perspektive, also diese konstruierte Perspektive aus dem 19. Jahrhundert aufs Bauhaus. Da finde ich eine sehr interessante Perspektive. Die Bauhausbühne und wie hier mit Licht experimentiert wurde, hat mir nochmal zum Teil andere Blicke oder Perspektiven gegeben. Also wenn ich jetzt von heute ins Bauhaus gucke. Und die Nachkriegssituation, also zum Beispiel Cosice, der Argentinien mit seiner Leuchtstoffröhre, die gefaltet ist, die eine einzige Linie hat, aber zu einem Relief wird mit zwei Einspeisungen. Das finde ich dann nochmal eine ganz starke autonome Setzung. Das ist dann wirklich eine völlig neue Qualität von Auffassung. Das fängt in Südamerika schon, eigentlich schon während der Kriegszeit, aber so 1946 taucht das auf. Und kurz danach tauchen halt dann bei uns über Serra oder so auch auf. Aber das ist völlig neu, eine neue Auffassung, finde ich. Da hat man auch so die Nulllinie des Mediums nochmal ganz anders nachjustiert. Gut. Ich hatte noch eine Nachfrage oder Ergänzung. Also ich finde es ganz toll, dass du dich immer wieder mit der Technikgeschichte auseinandersetzt. Und es ist auch meine Erfahrung, dass die in der Kulturgeschichte total zu Unrecht zu kurz kommt und ganz viele Dinge wir gar nicht mehr rekonstruieren können, weil einfach das Zeug so groß und sperrig ist und in der Mülltonne gelandet ist. Und ich habe nochmal eine Nachfrage. Du hattest diese Kohlebogenlampe beschrieben, die mit diesem Differentialausgleich, wo diese Anode-Kathode nachgeschoben wird von dem Hefner. Und dann dieses andere, dieses mit dem Kalk und wo der Wasserstoff verbrennt, mit dem Sauerstoff, was dann diese sehr punktförmige Lichtquelle macht, was da dann quasi bei den Leuchtfeuern eingesetzt wurde. Und mir ist in der Literatur immer wieder dieses Kalklicht runtergekommen, aber weißt du dann irgendwas, was das ist? Ist das dann wirklich dieses chemische Verbrennungslicht oder gibt es da nochmal so eine Mischform, die mehr elektrisch ist? Also dieses Kalklicht wird da Dumontsche Licht genannt. Also Kalklicht, weil das Kalkstückchen zum Glühen gebracht wird und sehr intensiv. Es verbröselt halt nicht, aber es glüht und emittiert wahnsinnig viel Licht, aber mit sehr vielen Lücken im Spektrum. Und es wurde eben, weil es so intensiv ist, zum Beispiel im Bühnenraum an der Rampe eingesetzt, dann ist dann so ein Palett wie als Lichtskulptur und hat dann einen hohen Kontrast zum dunklen Bühnenraum. Aber im zivilen Bereich, so in der Wohnstube oder sowas, hätte man so ein Licht nie ausgehalten. Ebenso die
diese Kohlenbogenlampe, die hat einen enormen UV-Anteil. Also Louis Faller hatte ja so richtige Netzhautablösungen, weil sie in diesem Licht ein paar Jahre gearbeitet hat. Die ist die letzten Jahre nur noch mit Sonnenbrille umgelaufen. Ja, und also hier ging es um viel Licht, aber es ist kein Licht, was wir sozusagen in unserer Wohnstube aushalten würden. Wir würden in diesem Licht sehr krank aussehen, weil der blaue Rotanteil so viel. Dafür hat er viel Violett, UVC, B. Ja. Und Kalklicht. Es ist Kalklicht. Und das Elektrische dran ist eben, das ist sehr aufwendig. Man erzeugt zuerst Elektrizität, um mit dieser Elektrizität über Elektrolyse Wasser zu spalten. Also da geht dann und zwar über Gleichstrom, dann entsteht eben an der Plusleitung Wasserstoff und an der Minusleitung Sauerstoff. Die Gase werden getrennt, gesammelt und wieder zu einer Flamme zusammengeführt. Sehr aufwendig. Aber heute wieder diskutiert, um Solarstrom oder Windstrom oder Windkraft zu puffern, zu speichern. Also wir gewinnen sozusagen über die Windanlagen Strom, und weil wir das irgendwie in diesen Batterien nicht richtig gespeichert kriegen, verstromen wir die zu Wasserstoff und Sauerstoff und machen das in Tanks und wollen die wieder abgreifen. Das ist ein Konzept, das war 1870 schon auf dem Tablet. Sigrun, ich glaube, du hattest noch. Ja, ich wollte nur kurz bezüglich LED, hat mich gewundert, dass du gesagt hast, dass es noch sehr erforscht gehört in Bezug auf ein angenehmes Licht oder eben dieses nur blaue Licht. Das war ja zu Beginn der LED, der Einführung von LED war das kurzwellige Licht, eigentlich das energieeffizienteste. Und deswegen wurde das so massenhaft eingesetzt, und es war auch von der Industrie aus so betrieben. Natürlich, die wollten die herkömmlichen Leuchtmittel austauschen mit den neuen. Aber jetzt im Innenbereich gerade, finde ich, gibt es unglaublich schöne Technologien, und jedes Farbspektrum ist eigentlich möglich. Auch Chronobiologie arbeitet ja mit ganz exakt ausgewählten Wellenlängen. Gerade auch, was jetzt diese therapeutischen Beleuchtungen und Lichter betrifft. Und es gibt auch im Außenbereich gerade für Insekten oder auch für uns zum Spazierengehen nachts auch schon ein Trend, jetzt auch in Richtung 2200 Kelvin, also sehr gelbes Licht. Es wurde von der Industrie auch schon produziert. Philips Signify hat da mal versucht, eine Lampe zu entwickeln, hat es aber wieder sein lassen. Das ist wahrscheinlich wirtschaftlich nicht tragbar. Und es gibt jetzt aber auch, wenn man versucht, Lampen einzukaufen, dann kann man auch immer wählen zwischen den verschiedenen Lichtfarben. Ist vielleicht eine Kostenfrage, aber es wird immer bezahlbarer. Also eigentlich ist die Tendenz in die Richtung schon sehr positiv. Das mag sein. Man kann eben diese LEDs unter verschiedenen Kostenpunkten produzieren, nicht? Das fängt schon an, ob ich jetzt das weiße Licht durch RGB, also additives Licht, produziere, dann ist das Wellenspektrum sozusagen breiter, ist aber teurer. Oder ich nehme eine blaue LED und lege einen gelben Phosphor drüber. Und dann habe ich im Kern eine blaue LED und der Phosphor wird angeregt, wird gelb, und das addiert sich zum Blau. Und gelb und blau gibt halt in der additiven Farbenmischung so etwas wie weiß. Und das Auge macht dann diesen Weißabgleich und sieht weißes Licht. Und das ist sozusagen die billige Variante, die halt im großen Maßstab wahrscheinlich in die Welt gekommen ist, sehr schnell. Und dass wir auch gute Ergebnisse im LED-Licht haben, das will ich gar nicht abstreiten. Da bin ich jetzt auch nicht auf dem absolut neuesten Stand. Und es ist aber tatsächlich in der Produktion mit Sicherheit eine Kostenfrage, und wer sich dieses Licht leisten kann. Sprichst du von den Farben? Lichtern, also Farbmischungen. Die spektrale Zusammensetzung. Also ich gucke halt auf Kunstlicht.
Kunstlicht heißt für mich Meteresslicht in meiner Künstlersprache, dem Sonnenlicht bedingt gleich. Und das ist verrückt, man kann weißes Licht unterschiedlich spektral zusammensetzen. Das Auge wird es immer als weißes Licht wahrnehmen. Wir sind gar nicht so fit da drin, die spektrale Zusammensetzung beim weißen Licht auszudifferenzieren. Erst das Auge sagt irgendwann, okay, du bist weißes Licht. Also Farbspektren von weißem Licht ist bei LED schon sehr gut geworden. Eben nicht von diesem RGB oder RGBW oder was alles noch möglich ist. RGBW ist für mich interessant in der Mischung von Farben, also Farbmalerei. Aber Farbspektrum vom weißen Licht ist schon sehr gut geworden. Aber natürlich noch immer nicht hundertprozentig glühbirnentauglich. Also Glühbirne hat ja das beste Spektrum im Vergleich zum Sonnenlicht. Und dann gibt's Halogen, das hat auch ein gutes. Aber ich glaube, LED ist auch schon sehr, sehr gut geworden. Also das eigentlich. Kann ich jetzt nicht unterstreichen, aber ich glaube, das würde eine sehr schnell fachspezifische Frage. Die Glühbirne ist dann wirklich ein kleines Öfchen und macht ganz viel infrarotes Licht und das wollte man eben nicht haben aus energieeffizienten Gründen. Was ich sozusagen ein bisschen angezweifelt habe beim LED-Licht, was mir so ein bisschen unbekannt. Sie hat im Kern einen kurzwelligen Anteil, den kann man kaschieren, den sehen wir nicht. Aber was bedeutet das für ein Insekt? Also wir haben eben, mir sind viele künstliche Lichtquellen bekannt, wo Insekten drauf reagieren. Ich nicht. Und was bedeutet das, wenn man das in großem Stil in die Umwelt bringt? Also was ist das, wenn sich Insekten oder bestimmte Insekten nicht mehr reproduzieren können, weil sie erschöpfen, weil sie eigentlich zur Nachtruhe kommen und dann die Vögel das Futter nicht finden, die Fische nicht das Futter finden. Es kann Einfluss, und ich bin mir sicher, es hat eben Einfluss auf die Biodiversität und weil es so schnell, wir haben es erst 30 Jahre in der Umwelt, das ist nichts in Bezug auf die Evolution. Das ist ja vielleicht eine Themen- und Fragestellung, die wir dann morgen Nachmittag nochmal aufnehmen können. Wir haben ja mit Frau Dr. Kopp-Benisch eine Biologin im Vortrag, die auch einen sehr erhellenden Text in unserer Publikation oder für unsere Publikation geschrieben hat, die eben genau dieses Thema auch aufgreift, wie sehr eben auch insgesamt künstliches Licht auch tierisches Leben tatsächlich auch beeinflusst.